Moin Leute! Heute mit einer etwas komischen Frise. Heute geht es um das Thema Need bzw. Eat. Nein, das Ganze hat nichts mit dem Essen zu tun. Need steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis und Eat für Exercise Activity Thermogenesis. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Ganz einfach erklärt, Need stehen für Aktivitäten oder Energieverbrennung, die nichts mit dem Schlafen, mit dem Essen oder mit Sportaktivitäten zu tun haben, sondern vielmehr ja, mit Aktivitäten, die ihr bewusst am Tage durchführt oder beziehungsweise unterbewusst. Das heißt, wenn ihr arbeitet, wenn ihr zur Arbeit fährt, ins Auto steigt, spazieren geht. Allein wenn ich jetzt hier nur rumgestikuliere, verbrennt das schon Energie und das wäre dann auch schon unser Need. Und unser Ziel ist es, dieses Need zu erhöhen, um genügend Kalorien zu verbrennen. Was bringt uns das Ganze jetzt? Warum sollten wir das machen? Warum sollten wir unseren Need verbessern? Ganz einfach, wenn du in der Diät bist, dann achten wir natürlich auf die Ernährung. Man sagt ja nicht umsonst, 70% hängt von der Ernährung ab in der Diät. Aber man sollte den Rest nicht vernachlässigen. Man sollte alles auf gleicher Höhe sehen, finde ich. Und wenn man dann keine Aktivitäten macht, also diesen Need nicht verbessert, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Ich meine, wenn du sehr stark übergewichtig bist, dann klappt das am Anfang. Aber irgendwann, so was bei mir, wenn du zum Beispiel einen Sixpack sehen willst oder was auch immer, dann kommst du nicht mehr weiter. Und hier wird oft einfach der Stoffwechsel verurteilt. Es wird häufig gesagt, ja, mein Stoffwechsel ist abgebremst worden und ich habe einen schlechten Stoffwechsel oder du kannst besser abnehmen, weil du einen besseren Stoffwechsel hast. Und ich habe schon mal in einem Video erklärt, dass der Stoffwechsel nur ganz geringfügig ist bei dem einen oder anderen. Also die meisten haben den gleichen Stoffwechsel und das ist hier nicht zur Sache. Das Ding ist einfach, wenn du, sagen wir mal, lernst, arbeitest, was auch immer, das machst du jeden Tag. Das oder schläfst oder isst, das ist ganz normal, das sind so natürliche Dinge, die du im Alltag machst und das Ganze verbrennt Kalorien. Wenn du schläfst, wenn du isst, kannst du bis zu 300 Kalorien verbrennen. Hört sich zwar komisch an, du haust dir so einen Burger rein und verbrennst was, weil die Verdauung halt einsetzt und dann kommt es wieder zu der Thermogenese und was auch immer, zu der Wärme und ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Wenn du spazieren gehst und so weiter, du verbrennst überall Kalorien und durch dieses Need, wenn du dieses ankurbelst, kannst du bis zu 1000 Kalorien, wenn nicht sogar mehr am Tag verbrennen. Und das nicht mal aktiv Sport zu machen. Ne? Du musst noch nicht drei Stunden irgendwie ins Gym gehen und dann trainieren. Ich meine, wenn du ein hartes Krafttraining betreibst, 1 bis 2 Stunden, dann verbrennt man so in der Regel 400 Kalorien. Ne? Kann auch mehr oder weniger sein. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht zur Sache. Also dieses Eat, das wären dann diese Sportaktivitäten. Wir beziehen uns nur auf das Need. Bevor ich euch Tipps gebe, wie ihr den Need steigern könnt, möchte ich noch einmal den Grundumsatz und den Leistungsumsatz erklären, für die, die es noch nicht wussten, was überhaupt mit der Energie hier auf sich hat, von der ich die ganze Zeit spreche. Der Grundumsatz besteht darin, dass wir genügend Energie zu uns nehmen müssen, damit der Körper irgendwie funktioniert. Das heißt, je mehr Muskeln du hast oder je mehr Masse du hast, desto höher ist dein Grundumsatz. Weil dein Körper braucht ja irgendwo die Power. Und wenn du zu wenig Kalorien zu dir nimmst, dann spricht man auch von dem Sparflammenmodus. Weil früher war es so, wenn der Mensch nicht genügend Essen bekommen hatte, müsste sich der Körper ja irgendwie dran anpassen. Deswegen kam er in diesen Sparflammenmodus, wie so ein Standby-Modus, kannst du dir vorstellen. Und dann braucht er nicht mehr so viel Energie. Dann läuft alles viel langsamer und so weiter. Und du hast auch nicht mehr viel Power, ehrlich gesagt, in diesem Moment. Deswegen, in der Diät bringt es nicht, wenn du wirklich richtig, richtig runterfährst mit den Kalorien. Erhöhe lieber die Aktivitäten, iss mehr, erhöhe die Aktivitäten, mach einfach mehr und dann klappt es viel, viel besser, meiner Meinung nach. Also beides im Kopf behalten, also gesund auch ernähren, so weiter. Ich schweife jetzt wieder ein bisschen ab. Auf jeden Fall der Grundumsatz, sagen wir mal, du brauchst 1700, damit alles funktioniert. Du kannst es auf Seiten ausrechnen lassen, wie hoch der Grundumsatz ist, der berechnet sich meistens aus der Körpergröße, Körpergewicht, Alter und Geschlecht. Ja, dann kommen wir noch zu dem Leistungsumsatz. Der berechnet sich aus folgendermaßen, aus euren Aktivitäten einfach, die Leistungen, die ihr am Tage durchführt. Der schwankt natürlich dann. Ihr macht ja nicht jeden Tag genau das Gleiche. Der kann mal höher oder niedriger liegen. Im Normalfall ist halt so, dass der aus der Arbeit besteht, aus euren Tätigkeiten oder aus eurem Training, das rechnet sich zusammen und der ist natürlich viel, viel höher als euer Grundumsatz. Je härter ihr arbeitet oder je mehr ihr am Tag macht, desto mehr müsst ihr natürlich zu euch nehmen, damit ihr nicht zu wenig Kalorien habt. Sagen wir mal, der Leistungsumsatz oder die Energie, die ihr benötigt, liegt bei 2500 Kalorien. Das heißt, Grundumsatz 1700 Kalorien, Leistungsumsatz 2500 Kalorien. Und irgendwo dazwischen soll es liegen, damit ihr abnehmt. Denn wenn wir unter diese 2500 kommen, dann nehmen wir ab. Warum?
weil wir genügend leisten, aber der Körper irgendwo Energie braucht. Wenn wir weniger Energie zu uns nehmen, muss er diese irgendwo hernehmen. Und woher nimmt er sie? Aus eurem Fett, im Idealfall. Und wenn wir da drüber liegen, dann ist es einfach zu viel Energie für den Körper. Dieses muss er halt einlagern. Im Idealfall wieder als Muskeln, sage ich mal, und nicht als Fett. Okay, das einmal nochmal zum Grundumsatz, Leistungsumsatz, drüber oder drunter, Kalorienüberschuss, Kaloriendefizit. Ganz kurz erklärt, so kurz war es jetzt auch nicht. Und jetzt, wie versprochen, kommen wir zu den Tipps vom Neat, wie wir das verbessern können. Ganz einfach, bewegt euch einfach mehr in allen Dingen, die ihr macht. Wenn ihr sitzt, Fernseher guckt, bewegt euch einfach, ne? Das ist gut, man könnte meinen, ihr habt irgendwie eine Störung oder was auch immer. Aber das sind so kleine Dinge, die ihr einfach mal machen könnt, sei es mit euren Füßen irgendwie drehen oder wie ich hier wie verrückt am Gestikulieren bin oder einfach irgendwelche Bewegungen macht, Aktivitäten macht, geht mal ein bisschen mehr herum, geht spazieren, geht ums Haus herum, einfach mal so oder ums Auto einmal mehr, okay, das ist ein bisschen Quatsch, was ich gerade erzähle, aber was ich damit meine, ihr wisst schon, was ich damit meine, einfach mal mehr Aktivitäten machen. Da gibt es so Sachen wie, anstatt eine Rolltreppe, anstatt einen Aufzug, nehmt einfach mal die normale Treppe. Ja, es gibt auch normale Treppen. Ihr müsst nicht immer den leichten Weg nehmen. Nehmt einmal auch den schwereren Weg. Denn wenn ihr es zu einfach macht, dann wird es auch nicht funktionieren im Laufe der Zeit. Ihr könnt ja nicht eurem Körper verlangen, wenn ihr einfach nur arbeitet, dann trainieren geht, dass ihr dann abnehmt durchs Essen. Ich meine, das funktioniert. Aber nicht so effektiv, als wenn ihr dann noch ja, irgendwie andere Aktivitäten macht. Und nicht nur einfach nur noch rumsitzen, Fernsehen gucken oder was auch immer. Das wird dann nicht so effektiv sein. Und ja, weitere Tipps wären dann zum Beispiel, packt einfach mal weiter weg von ja, Zielort A, vom Supermarkt oder was auch immer. Nicht direkt davor. Packt weiter weg, dann geht ihr mehr, verbrennt mehr Kalorien. Und ja, wie schon gesagt, ihr könnt damit wirklich bis zu 1000 Kalorien mehr verbrennen. Das hört sich richtig heftig an, aber so Kleinigkeiten, die summieren sich am Ende des Tages. Oder Satzpausen, das ist auch so eine häufige Sache. Ich sehe sehr, sehr oft, habe ich früher auch gemacht, in Satzpausen bei Bankdrücken zum Beispiel, da bleibe ich einfach sitzen. Ich mache Bankdrücken, bleib dann sitzen, okay. Ich mache es momentan so, oder schon seit längerer Zeit, ich gehe immer herum. Ich meine, sieht auch komisch aus, ihr denkt, was hat der denn für Hummeln im Arsch, was ist denn mit dem los? Er läuft die ganze Zeit hier im Fitnessstudio rum, der soll mal trainieren und nicht nur rumlaufen. Ne? Und ja, ich nutze einfach die Zeit, ich laufe immer rum, ich bewege mich und das Ganze verbrennt Kalorien ungemein. Und ich trinke dann was oder was auch immer und das bringt auf jeden Fall was. Das könnt ihr euch wirklich ans Herz legen. Macht es einfach mal in den Satzpausen, geht einfach mal herum, bewegt euch. Ihr müsst natürlich jetzt nicht zu eurem besten Kumpel gehen und den dann voll quatschen. Ne? Das ist auch nicht unbedingt vorteilhaft, aber auf jeden Fall solltet ihr mehr Aktivitäten reinbringen. Und Kleinigkeiten wie aufstehen, ja, ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen, die Flasche wegzubringen und so, das mache ich dann morgen oder alles auf einmal und so. Macht einfach diese Kleinigkeit, bringt immer sofort den Müll weg, wenn er entsteht und so. Klar, das denkt man sich, ja, das ist doch jetzt nicht effektiv hier für den Körper und so, ne? Das ist effektiv für die Verbrennung, Leute. Also macht's einfach, bewegt euch mehr. Das sind so kleine Ansätze, da gibt's noch viel, viel mehr. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen und das geht auch hier rein. Und ja, das war's zum Neat. Ich bin jetzt nicht so krass auf den Stoffwechsel eingegangen, aber verurteilt nicht immer den Stoffwechsel. Das muss nicht daran liegen, dass euer Stoffwechsel dann zu langsam ist in der Diät. Bewegt euch einfach mehr. Guckt doch mal andere Leute an, die richtig gut in Form sind. Ich denke nicht, dass die nur ein paar Stunden arbeiten, ins Fitnessstudio gehen und das war's dann schon. Die bewegen sich den ganzen Tag, ganz ehrlich. Und ihr müsst jetzt nicht auf andere Leute gucken. Aber man muss schon einfach darauf achten, wo die Prioritäten liegen. Ja, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schreibt auch in die Kommentare, ob ihr was davon wisst, vom Neat, was ihr davon hält, ob ihr damit schon Erfahrung habt, ob ihr aktiver seid oder ob ihr euch mal selber fragt, ja, verdammt, das stimmt doch. Ich achte auf das, 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 aber ich bin nicht so aktiv. Ich sitze fast nur rum die restliche Zeit und kann dann nicht abnehmen. Ne? Deswegen, meiner Meinung nach, schraubt die Kalorien nicht zu weit nach unten, seid einfach aktiver. Ne, ihr solltet nicht unter den Grundumsatz kommen, auf keinen Fall. Also das rate ich keinem und ja, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne sag ich Peace!